Kann ich planten? Planting. Das ist so lächerlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege Ranked. Und ihr seht schon, unser Anmod-Beauftragter Lukas ist mal wieder mit dabei. Wir sind in der neuen Season. Ja. Wir sind in der neuen Season. Lukas labert immer noch genauso viel Scheiße wie letzte Season. Wir haben Walle noch dabei. Der crasht nämlich die Anmod. Der ist der Behinderung. Der Meme Park! Wir waren Chalet jetzt. Hallo Walle, das war taktischer Bann. Wir wollen ja heute in unserem ersten Match auch schön eine Map zeigen, die gereworkt wurde. Also taktischer Bann. Ja. Alles ich geplant. Es geht über Chalet. Wem Bann war? Dich. 14. Haben sie den Timer verkürzt? Ja. Oh, finally. Habe ich jetzt gerade nicht geachtet. Müsste eigentlich, das ging deutlich schneller. 10 Sekunden nur noch. Ja, du hattest früher 20 Sekunden, glaube ich. Jetzt haben sie nur noch 10 Sekunden. Braucht aber auch kein Mensch die 20. Okay. Oh, so viel besser. Ja, die neue Flash Detection, so, Alter, der Blitz muss weg. Ist gleich kommt. Hätten wir einfach auch. Wir hätten jeden dran müssen. Ja, aber nix da. Oh, stimmt, die habe ich aber noch nicht mal in Action gesehen, die Flash Detection. Ja. Auf Bank. Ja, das ist wie nennt man das? Einrankung. Nicht Mira. Nicht Mira. Ja, das ist klar. Flash. Jetzt ist ja richtig Panikbannen, Alter. Zeitdruck. Oh. Vom ey, scheiße, jetzt darf ich. Ey! Jetzt muss ich meine Rank Rework-Idee nochmal anders aufnehmen, Alter. Da hatte ich das drin, dass die Timer halbieren sollen. Was ist das? Ey, jetzt kommt doch erst nächste Woche dann frühestens raus. Also, Leute, sorry. Wir wären sonst wahrscheinlich am Wochenende gekommen. Jetzt kommt dann nächste Woche vielleicht irgendwann mal. Wenn ich irgendwann mal fertig werde und Motivation finde. Du bist einfach zu langsam mit deiner Uploads, Alter. Ja, Bruder, Motivation und Zeit sind selten. Ja. Komm. Das Video hier, neue Season heute am 7. Ja, da ist Motivation 9. da. Und das Video kommt dann am 8. um 12. 7.9.2022, ja? Nee, kommt tatsächlich am 8.9. erst. Am 8.9.2022, alles klar, Digga. Genau, 22. Das ist wichtig, ja? Wir wollen ja. 2222. Aber warte mal. Wann ist da Mittwoch? Wir wollen ja unseren Uploadplan nicht hier vernachlässigen. Ja. Naja, ich schätze mal. Der Mittwoch wäre dann nächstes Jahr der 7. Das wär, ja. Denn der Call nächstes Jahr am 7.9. gibt es ein Rainbow-Video. Der Call. Da gibt es dieses Video hier. Genau, das wird der Call. Junge, warum darf dieses Trick? Danke. Ach stimmt, hier haben sie ja die ganzen Bars geändert, da war ja was. Ja, und jetzt haben sie sogar diesen Kurs-Barrier geändert. Ja. Ist die Hedges Reinforce allem? Ich weiß es nicht, ich kann eventuell noch eine wenden. Ja. Die ist zu, ja okay. Die ist Lobby zu, das ist nicht zu. Lobby ist nicht zu, Lobby ist nicht zu. Fuck. Soll ich helfen und covern? Lobby, stimmt! Oh mein Gott, warte mal. Was? Lobby ist nicht zu. Okay, warte, ich komme mit rüber und versuche zu covern. Also nichts! Ist zu. Okay, moin. Oh! Ich hab doch gesagt, ich komme mit rüber und versuche mit zu covern. Ja, aber wusste, dachte, du kommst von hier. Ja, aber war ich ja auch. Runter hier. Ich habe irgendwen oben eine Barrikade aufmachen hören. Oder meine Sounds sind aber nur komisch. Warum aimen drei Leute von euch auf die Scheißtür, für die ich mein Mira-Fenster hier hin hab? Kann mir das mal jemand erklären? Ich aim auf gar keine Tür. Lass mich. Wir haben gerade drei Leute drauf geaimt. Abgesehen von mir. Also alle außer du und ich. Da kam gerade Sound aus Garage. Okay.
Warte mal kurz. Open Area ist noch clear soweit. Ja, da ist gerade eine Drohne reingekommen. Nee, jo, die wollen nicht nach oben. Das sieht nach einem Job für mich aus. Mach dich mal nützlich. Lol, die sind Whitestairs, top Whitestairs. What the fuck ist falsch? Ja, danke. Ohne Witz, der Mute hat mir gerade so gefickt. Wo hat dir gefickt? Der hat ein C4 an dieser Doppelwand direkt neben mir platziert und hat es auch in Luft gerissen. Hier vorne ist eine Ash und Ping. Rennt zur Main Lobby. Nee, doch nicht. Ash und Ping 2. Elevator Hatches auf. Jacke Ping 2. Ash ist ein Elevator, ja. Ash Elevator. Ja, genau. Ash Elevator. Use Ping 2. Ah, Cam ist weg. Bobby. Ich hätte Elevator ein bisschen. One Ping 2. Nein. One Ping 2. Und das Elevator? Elevator? Genau. Einer bei der White's Desk. White's Desk. Ja, White's Desk. Muss mal sehen. Down to 15 seconds. Ping 2. Washing B. Coming main to the object. One on four remaining. Nice. Alter, mein Ping war ein bisschen verrutscht, aber egal. Läuft. Dieser fliegt darüber einfach so komplett so, moin. Aber drauf da. Oh Gott, nur die scheinen ja wenigstens auf Calls zu hören, so ein bisschen. Wenigstens ignorieren die nicht weg. Ja, was anderes bleibt uns nicht groß übrig. Ach man, nur ey, was ist denn das, Alter? Die haben so halb gebaitet, aber ich glaube unabsichtlich. Alter, was war das? Warum kommen die aber auf einmal von White, der ist aus Topfloor runtergejumpt, Alter? Weil Baum. What the fuck haben die da oben getan? Also jetzt mal ganz ehrlich. Also warum bin ich bei einem Basement-Attack überhaupt im Topfloor groß? Baum. Ja. Hm. Bessere Gründe gibt's dafür nicht. Nee, Baum. Ja. Ah, okay, wir haben aber auf jeden Fall einen 3-Stack mindestens. Ja, 4-Stack. Die haben die Musik bei übrigens im CEO-Büro geändert. Einfach so. Juckt mich das nur. Ich schieße sowieso raus. Wollte gerade sagen. Und jeder, die an ist, ist irgendwo komisch. Ah Mann, hier ist schon zu. Was ist denn das? What the fuck ist diese Drohne? Alter, kriegt diese Drohne irgendwas hin, was sie plant? Dass man sie vielleicht auch mal abschießen kann? Alter. Lukas? Was? Ich wollte nur einmal kurz, dass du von der Tür weggehst. So, wir sind mal bitte on side. Oder ich bin Kapkan, Alter, was ist los? Walle, wo bist du? Bist du Kapkan? Ich barrikadier Banana. War zuvor die Doppeltüren da unten. Bei. Ah, du hilfst in einem Kaiton 2 oder wie? Jo. Hier vorne kommt der Banana, glaube ich. Einer, das mindestens einer Ding hält. Ich glaube, Main Entrance sind welche. Kannst aber nicht garantieren. Ja, Main Entrance. Ja, Main Entrance. An diesem kleinen Ding. Hier vorne. Ping 2. Main Entrance, at least one. Oh Gott, jetzt krieg ich Hunger. Hier riecht so gut. Ich hab keinen Trap ausgelöst. Ja, ich glaube, das war die an Dings. Am Side Entrance. Bin da, sehe nichts. Okay, dann lebt die noch? Ich werde gecheckt! Krass. Okay, Kali ist tot, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ob es Kali war. Main Entrance. One dead man at uns. Das ist noch jemand. Ein Jackal ist da unten. Ja, im Lobby. Er ist gerade im Lobby. Er braucht Medic. Ich sehe schon. Oh fuck, das ist nicht nur ein Jackal. Ich glaube, das ist nur Nurko. Aber ich muss den Scheiß Silence hier runter machen. Die sind zu zweit, Junge. Was für ein Alter. Wo? Lobby? Keine Schallis, sondern ja. Ich habe die ganze Zeit nur einen gesehen. Hast du Camps? Was für Camps, Alter? Die kaputt, Alter. Du Opfer.
Sind die Müll alle weg? Ne, die sind alle weg. Also die sind beide in Lobby? Ja, beide Lobby. Okay, dann gehe ich back zum Zeit. Einer ist in der Cup-Kanzel. Das war eine Granate von uns. Lol, mein Aim. Hallo, ich hatte einen Injured, das wusste ich nicht mal. Lol, ja eben, das haben sie... Warum wurde ich nicht das mal gezeigt? Das war der Kapitän. Ja, weil du der Letzte warst, der ihn geinjured hast. Also, wobei, nee. Bist du tot gewesen? Nee, ich hab zwei Kills gemacht. Einmal den mit der Cupcan Trap und einmal den letzten Leben. Ja, aber du hast den, Also die Cupcan Trap war danach, oder? Ja. So, okay, besser. Silencer von Cupcan ist runter. Ich weiß nicht mehr, warum ich dann einen Silencer drauf hatte, aber egal. Sind wir nicht Open Area, die haben ja die Ding gebufft, einen Hedge entfernt. Open Area könnte man probieren, aber. Ja, dann bleiben wir erstmal Tellers. Aber auch knapp. Ja, aber das ist halt wirklich, ich gebe dieses halt wieder eine Chance, weil die haben sie ja gebufft. Wobei ich glaube, die Hedge nicht so einen großen Unterschied macht. Ich glaube, was eher den Unterschied, ist, dass das vordere Teil nicht mehr zum Raum zählt. Ja, genau, das auch das noch. Das ist, glaube ich, der Hauptbar. War sie das schon immer? Ich meine nicht. Ich meine, du konntest da drin planten und wieder aus dem Fenster hoppen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube nicht, nein, du konntest es nicht. Also ich weiß es nicht, ich habe diese Zeit vielleicht 5-mal gespielt in meinem Lifetime. Ich kann mir auf jeden Fall erinnern, dass ich das glaube ich nicht mal planten konnte. Ich weiß es nicht, ich habe da noch nie versucht zu planten und ich habe da auch noch nie versucht zu verteidigen vernünftig. Also tatsächlich keine Ahnung. Aber den Diage brauchen wir nicht. Haben wir eine Hedge, die wir brauchen? Nee, oder? Nö. Alter, mein Aim auf der Drohne ist mal wieder göttlich. Ich hab eine Drohne zu euch runtergelassen. Weil ich zu dumm bin. Du warst schon was anderes zu dumm. Hier steht eine Drohne mitten im Raum. Ich bin so tot. Swapping Mags! Ich lebe. Okay. Ich halte mal ein bisschen CO. They're on top of the car garage. Cams could check. One's repelling on the lobby window. Basement is clear. One's repelling at the side of the bank. One's on the roof. By Skylight. Ja, north side. Offen. Skylight sind zwei. Jetzt mittlerweile. Also repellt da jemand Main Lobby runter? Was? Nee, dann ernst. Warte, ich guck mal. Skylight. Warte mal, Square. Ich höre da zwei Leute bei Square rennen. Ja. Das ist eine Sekunde, eine Claim. There's no one above you at the moment. Es hängt schon wieder einer am Skylight in der Main Lobby. Lobby. Was ist falsch bei den Leuten? Warum hängen die da das, alle? Da repellt jemand in der Lobby! Das sage ich doch die ganze Zeit schon alle. Zu schreien, Junge! Leute. Warte mal kurz. Und mit der Main Lobby. Backup on roof again. Spider-Man, Junge. Also was ist denn hier los? Alter, ich wurde davon jetzt zweimal schon gekillt. Zwei verdammte Male. Dumme dreckige Fuchs. Skylight ist jemand oben drin. Was Squad, Janis ist closet, was ist in the hallway. Two by Janitors, come to Square now. Basement ist immer noch clear. One lobby? Ja, Lobby vor Rezeption. On ping. It's Twitch. Basement ist immer noch clear. North Side des Gebäudes ist clear. Garage, Rampe ist clear. But I'm so dead. Bitte? Ah, Leute, oh, okay, warte. After me. Ich halte die Cam in der Garage. Ja. Ah, okay, ich halte mal die Türen. One guy. Sledge's Lobby. Sledge kommt zur Tür. Jetzt straight vor der Tür. Okay, ist on. Nice. Wir haben den Diffuser on site. Hier steps. Beim Jäger ist der Diffuser. Halt vor dir draußen. Ja. Der hat Damage genommen. Oh, ich bin da. Die IQ ist noch. 1 HP. IQ 1 HP. Nice one. Nein, Hatte die einen noch? Ich frag's mich dann auch.
Mich wundert's gerade aber auch. Ich wüsste es ja nicht. Wie? Also wie, frage ich mich da gerade. Da muss einer eine injured gewesen sein. Ich frage mich auch immer noch, wie diese Leute immer mit diesen... Also wie komme ich auf diese Idee, in diesem Skylight zu rappellen, Alter? Weiß ich nicht. Also wie, so, mache ich sowas. So, und jetzt Gameplay. Ich find's sowieso geil, dass niemand da draufgegangen ist. Ich wollte gerade draufklicken, hab dann aber aufs Scoreboard geguckt. Achso, ja, gut. Wolltest du sie haben? Nee, nimm. Okay. Dann nimmst du lieber Hibana. Schau mal, wie gut ich zu euch bin, Alter. Schau mal, wie gut ich zu euch bin. Ja, zu deinen danke. Zuschauern. Die haben sich zu bedanken. Ja, sonst nicht wäre zu Termit gegangen, wenn du Ursa wolltest. Nee, also so ich bin so ein netter Mensch. Du bist heute so ein netter Mensch, dass du den Zuschauern gönnst, Ursa Gameplay zu sehen. Ja. Was wahrscheinlich Leute abschrecken wird, wie sonst was. Du stirbst wahrscheinlich eh wieder am Start. Ich wollte gerade sagen, ich sterbe sowieso durch den Spawnkill, also egal. Mit dem Schild-Operator, also das wäre ja dämlich. Garantiert, ich kann das Schild draußen haben, so wie eben die Quick-Match-Runde, Alter. Die Kev trifft mich einfach trotz Schild vor dem Face, Alter. Ja, stell dir vor, wenn sie mit dem Terror geht, mit Ost oder so. Ja. Ganz ehrlich, würde mich nicht mal wundern, weil es ist Schild. Genau das gleiche wie bei Blitz und sonst was. Du spielst gegen es, du absolut unpenetrable Wall. Schild ist in deiner Hand. Du spielst damit und verreckst damit. Ja, das Schild ist in deiner Hand und du bist tot. Ach stimmt, die haben ja die Hedge gemoved, da war ja was. Ja, dies ist besser. Gott, ja, aber habe ich komplett vergessen, dass sie das ja getan haben. Wo sind sie? Im Basement? Ah, oh. Das sind die Keller. Ja, werden hier ein paar Hedges geöffnet. Stimmt, wir hätten Kate bin. Wobei... Haben wir Kite je benutzt? Oh, okay, ich hab's noch geschafft. Also, gehen wir mal ganz kurz rein und gucken. Ah, hier vorne liegt ein Smoke. Ist gerade alleine im Tunnel. Ja, ich weiß. Smoke-Tunnel. Ist mir auch scheißegal, der hat hier voll gesmoked. Ich warte jetzt sowieso erstmal. I got an IED, hold on. Okay, der war hinterm Schild. His shield's gone. Alter, ich kann mein Schild hier nicht platzieren. Gib mir mein Schild. Okay, wir haben ein Schild aber vorne schon mal. Weil wir sind halbwegs etabliert. Hedges, genau. Okay. Smoke Cook Damage. Smoke Shield, gut. Lesion, bitte! Dieser Lesion. So cool. Nein, hallo! Ich bin so oh nein! Jäger in Open Area. Kann ich planten? Planting? Might be coming to. Das ist so lächerlich. Da kommt wahrscheinlich Blue, der Jäger. Ja. Okay. Das ist so lächerlich, Alter. Dieses Schild. Dieses Schild ist so lächerlich. No! Als wenn es so klappt. Das ist halt maximal lächerlich, was ich da getan habe. Also, das stimmt wirklich. Was soll das? Ey, dieses Schild, was Junge. Soll dieses Schild hier? Wir haben keine Utility. Hä? Also, du bist also, so ein ekelhafter Hund. Das geht, ist so lächerlich. Es ist so ekelhaft. Vor allem, ich gehe da rein und denke mir so, what the fuck, wieso geht sowas? No. Allem, also, das war das beste Beispiel, wie du die benutzt. Und ja. Das also ist so überhaupt nicht overpowered oder so, wenn die keine Explosives da haben gerade. Jetzt fehlt nur noch ein Jäger für einen Angriff und dann ist sie komplett overpowered. Ist so. Alter. Nächstes Update, ich sag's euch, Jäger für einen Angriff und ab geht's. Da fängt Nitros aus mit R. Ja, genau. Und dann schau. So. Schau Leben. Also, Nitros und Kontext, weg. So, nee, ich würde mal sagen, wenn euch das Match gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Daumen runter. Ja, okay, von mir aus auch ein Daumen runter, wenn ihr es nicht gemocht habt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin würde ich mal sagen, ciao.
Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.